Guten Abend, meine Lieben, und entschuldigt die Verzögerung. Manchmal möchte die Technik nicht so wie ich. Jetzt solltet ihr mich endlich sehen und wir können anfangen mit unserem Live-Video zum Thema Notfallplan für Silvester. Ich freue mich sehr, dass ihr so kurz vor Weihnachten Zeit habt, mir zu lauschen. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Anne Rosengrün und ich lebe und arbeite in Nürnberg. Ich bin Expertin für Dogwalking und beschäftige mich in meinem Alltag mit Hundegruppen und habe mich eben so ein bisschen auf Mehrhundehaltung und Dogwalking spezialisiert. Ich kenne mich natürlich mit allem aus, was es so gibt zu wissen zum Thema Hunde. Und das Thema Silvester ist heute natürlich sehr aktuell, weil es sind noch nicht mal mehr 2 Wochen. Und dann ist Silvester da und das ist zwar nur eine Nacht, aber für unsere Hunde ist das sehr häufig eine sehr schlimme Nacht. Ihr seht, ich habe nicht nur 2 eigene Hunde, ich habe auch Katzen. Und meine Katze lässt es sich meistens nicht nehmen, in einem Live-Video zu erscheinen. Daher entschuldigt bitte, falls eure Hunde auf Katzen reagieren. Und mein kleiner Hund mag den Kater gar nicht. Der beschwert sich dann immer. Aber irgendwie, sie lieben sich. Und dann hassen sie sich mal wieder. Aber sie kommen insgesamt gesehen gut klar. So, jetzt nehme ich mir mal meine Katze. Gut, dann geht's weiter. Ich habe heute eine kleine Präsentation vorbereitet und ich habe euch ganz viele Links vorbereitet. Die würde ich euch dann einmal gebündelt in den Kommentar stellen, wenn ich fertig bin. Wenn ich fertig bin mit meiner Präsentation, dann habt ihr Zeit, eure Fragen zu stellen. Also wir haben genug Zeit, dass auch noch bestimmte Fragen beantwortet werden können. Der Fokus heute liegt auf 3 Themen. Dann ist es erstmal so ein bisschen Entspannung und dann natürlich auch Beschäftigung währenddessen und wie ihr das im Endeffekt aufbaut. Und dann schauen wir uns eben das Thema Nahrungsergänzungsmittel und Medikamente an. Denn für viele Hunde ist es Silvester ja so stressig, dass sie ohne Medikamente gar nicht gut auskommen. Und der letzte Teil der Präsentation, dann gehen wir ein bisschen aufs Handling ein, denn es ist zwar der 31.12., aber irgendwie müssen wir ja doch mit unseren Hunden rausgehen und zumindest in den Garten. Okay, wenn ihr bereit seid, es ist so, denkt bitte daran, dass während der Präsentation ich nicht in den Chat gucken kann. Ja, das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn ihr, während ich in der Präsentation bin, in den Chat schreibt, kann es sein, dass ich das nicht sehe. Wer Lust hat, kann ja mal, bevor wir jetzt gleich in die Präsentation starten, in den Chat schreiben, ob sein eigener Hund Probleme hat mit Silvester. Also ob ihr einen Hund habt, der Silvester Probleme hat, der Angst hat. Manche Hunde reagieren noch aggressiv auf die Böller. Und ich persönlich habe ja 2 Hunde. Und ich habe einen Hund. Er ist mein Kleiner. Der hat überhaupt kein Problem mit Silvester. Also mit dem kann ich auch um 22, um 23 Uhr noch spazieren gehen. Und der andere Hund hat sehr arge Probleme mit Silvester. Im Alltag bekommen wir seine Knallangst gut hin, da habe ich das gut im Griff. Silvester ist es so, dass ich ihm die letzten Jahre Alprazolam gegeben habe und damit kam er auch gut über Silvester. Und dieses Jahr ist es so, dass ich entschieden habe, Silvester nicht in Nürnberg zu verbringen, sondern ich habe ein Ferienhaus gebucht und das Ferienhaus liegt im Nationalpark Saar-Hunsrück und ich hoffe, dass er dieses Jahr kein Alprazolam braucht. Ich habe aber für den Notfall beim Tierarzt das Alprazolam geordert und ich habe auch Sileo da. Ich erkläre euch dann während der Präsentation, wo die Unterschiede liegen zwischen Alprazolam und Sileo. So, wenn meine Katze dann soweit ist und ihr bereit seid, dann starte ich die Präsentation.
So, einen Moment. Gut, wir gehen an den Anfang. So, ihr solltet jetzt die Präsentation sehen und mich klein. Normalerweise klappt das sehr gut. Daher denke ich, klappt es jetzt auch gut. Und denkt bitte dran, das ist heute nur so ein Notfallplan. Es ist nicht so das komplette Silvesterprogramm, da müssten wir ein bisschen eher anfangen. Silvester ist für viele Hunde sehr stressig und sehr beängstigend. Das hatte ich ja schon gesagt, es ist zwar nur eine Nacht oder es sollte nur eine Nacht sein. Häufig haben wir das Problem, dass vorher und nachher geknallt wird. Und das macht es natürlich nochmal schwieriger. Für die Hunde ist es sehr stressig und auch sehr beängstigend, weil sie können das überhaupt nicht einordnen. Und da ich nicht weiß, wie weit ihr seid, also wie sehr ihr euch schon mit dem Thema Hund und Körpersprache auseinandergesetzt habt, möchte ich euch einfach hier noch ein paar Angst- und Stressanzeichen präsentieren. Das ist nicht vollständig. Also es gibt, wir könnten eine halbe Stunde, eine Stunde, einen Tag lang nur über Stress- und Angstanzeichen sprechen. Aber woran ihr typischerweise erkennt, dass euer Hund gestresst ist oder dass er Angst hat. Zuerst einmal dieses Stresshecheln, das typische Stresshecheln, wo die Mundwinkel sehr weit nach hinten gezogen sind. Meistens haben die Hunde auch weite Augen, weite Pupillen dabei. Und viele Hunde speicheln dabei auch sehr stark. Dann das nächste sind hektische Bewegungen und Unruhe. Der Hund ist also sehr motorisch aktiv, läuft die ganze Zeit durch die Gegend. Ihr sagt zum Beispiel, leg dich auf deinen Platz. Er legt sich ganz gut kurz hin und tigert dann rum weiter. Und das kann auch zusammen mit dem Stresshecheln auftreten. Der Schwanz ist gesenkt oder der Schwanz ist sogar wirklich unter dem Bauch eingeklemmt. Die Ohren sind stark nach hinten gelegt. Das heißt, wenn jetzt das die Ohren sind, dann gehen die so ganz weit nach hinten. Und man sieht, alles in dem Hund flieht nach hinten. Der Hund nimmt kein Futter mehr und spielt auch nicht, wenn er üblicherweise Futter nimmt, draußen wie drinnen. Oder spielt. Also wenn der Hund normalerweise nicht spielt, er kein Interesse an Spielzeug hat und am 31.12. auch nicht spielt, dann müsst ihr euch natürlich keine Gedanken machen. Wenn euer Hund aber normalerweise gerne mit euch spielt und dann fängt es an zu knallen und er spielt dann eben mit euch nicht mehr, solltet ihr euch Gedanken machen. Wenn der Hund sich nicht lösen kann, so, jetzt ist die Katze einmal kurz rausgerannt. Wenn der Hund sich nicht lösen kann, das heißt am meisten für mich, viele Hunde können sich dann zwischen 20 und 24 Uhr nicht mehr lösen. Wenn der Hund sich aber den ganzen Tag nicht lösen kann, weder früh noch Mittag und auch den Morgen danach nicht lösen kann, dann hat der Hund sehr starke Angst. Und auch wenn es knallt und der Hund löst sich nicht, ist das halt sehr, es ist gesundheitlich nicht gut. Natürlich können die Hunde mal länger aushalten, aber es ist ein sehr starkes Anzeichen für Stress und Angst. Der Hund versteckt sich, entweder bei euch unter einem Sofa, unter Bett, unter Couch, wo auch immer. Und es gibt Hunde, dann müsst ihr wieder ein bisschen aufpassen, wenn ihr sie da rausziehen möchtet oder wenn ihr auf die Idee kommen solltet, sie da rauszuziehen, reagieren manche Hunde aggressiv. Und dann natürlich auch der Hund zittert. Also wir sehen die Angstanzeichen beim Hund, die wir auch als Menschen haben. Und das sind natürlich schon sehr, sehr starke Angstanzeichen. Draußen der Hund zieht an der Leine. Auch der Hund läuft nicht mehr ruhig, sondern eben sehr hektisch, sehr motorisch. Das ist schon wirklich ein erstes Anzeichen. Ich nehme den Hund an die Leine, wenn der Hund noch nicht an der Leine ist. Na, der Hund ist auch draußen dann nicht mehr gut ansprechbar. Das heißt, auf Signale, die euer Hund eigentlich gut beherrscht, reagiert der Hund nicht mehr. Das bedeutet meistens, dass der Hund gestresst ist. Und auch Fiepen, Winseln und teilweise Bellen sind Stressanzeichen. Und alles kann natürlich auch irgendwie kombiniert auftreten.
dann schaut mal, was habt ihr bisher trainiert? Also es ist jetzt nicht mehr so lang. Das heißt, je weniger ihr trainiert habt bisher, umso mehr müsst ihr euch ranhalten. Die erste Frage ist, habt ihr Entspannung aufgebaut? Da erkläre ich euch noch ein bisschen was. Entspannung ist ganz wichtig, wenn es beim Thema um das Thema Silvester geht. Entspannungsmusik, eine Decke, wo sich der Hund entspannt, seine Sicherheitszone. Wenn das schon aufgebaut ist und nur noch aufgefrischt werden muss, fällt das Training natürlich deutlich leichter. Sind Geräusche schon gegenkonditioniert worden? Das heißt, hat der Hund gelernt, es kommt das Geräusch. Das könnt ihr aus dem Computer, also mit dem iPhone oder mit dem Handy generell abspielen. Er ist sehr leise, es kommt ein Geräusch und der Hund bekommt Futter. Und draußen habt ihr immer was dabei, wenn das Geräusch auftritt, dass ihr dem Hund gleich seine super duper krass am liebsten Belohnung geben könnt. Wisst ihr überhaupt, was die genialste Belohnung ist für euren Hund, die eben euer Hund gerade haben möchte? Wenn nein, probiert ein bisschen was jetzt aus, morgen oder am Wochenende, und nehmt dann immer was raus, auch zu den Pipi-Gängen, weil jetzt kann es schon anfangen, dass abends mal vereinzelt geknallt wird. Und wir brauchen die Gegenkonditionierung. Wenn ihr einen Welpen habt, dann fangt bitte damit an. Dann ist es keine Gegenkonditionierung, aber dann baut ihr vor. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn das Geräusch auftritt, es war eine Frage nach Geruch. Es gibt also auch Hunde, die nicht nur auf die Geräusche reagieren, sondern auch auf den Geruch. Dann geht es genauso, wenn das Geräusch auftritt oder wenn wenn der Geruch auftritt oder die Kombination, dann gibt es super Leckerli. Und das können Chicken McNuggets sein. Ihr könnt meinetwegen Cheeseburger mit rausnehmen. Butter. Mein Hund sagt, Butter ist sehr geil. Butter, Kräuterbutter. Alles, was dem Hund irgendwie, was der Hund richtig lecker findet. Wenn der Hund spielbegeistert ist, Zergel. Also spielen mit dem Hund, Zergel zum Zergeln oder sein Lieblingsball, passt dann nur in der Stadt auf, wenn die Straße nah ist, dass der Ball nicht auf die Straße rollen kann, bitte. Dann vielleicht ein Ball an der Schnur, dass er die Schnur halt festhaltet. Irgendwas, was euer Hund richtig, richtig geil findet. Und das nehmt ihr immer mit raus. Das habt ihr immer da, das habt ihr immer parat. Das kann auch zum Beispiel Katzenfutter sein, Nassfutter, Leberwurst. Also Menschenleberwurst ist hochwertiger als Hundeleberwurst. Und ihr nehmt das immer mit. Und wenn es mal knallt, wenn der Hund diesen Geruch wahrnimmt, dann schiebt ihr im Endeffekt das Futter rein. Wenn die Hunde sehr starke Angst haben und kein Futter mehr nehmen können, müssen wir weiter unten ansetzen. Da kann es sein, dass ihr wirklich erstmal mit Geräuschen aus dem Handy anfangen müsst. Wenn der Hund in dem Moment, wo er den Knall hört oder den Geruch riecht, aber noch Futter nehmen kann, dann könnt ihr wirklich draußen einfach ordentlich gegenkonditionieren. Seid nicht sparsam, wenn die Hunde in der Zeit jetzt so kleine Fünfchen mehr bekommen, trainiert es nach Silvester wieder ab. Also, oder streicht halt die normalen Mahlzeiten für den Hund. Ihr werdet sehen, dieser Trainingsplan basiert auf sehr, sehr futterlastig. Das heißt, ihr kommt um Futter nicht drum herum. Okay, also das ist die Gegenkonditionierung, die ist sehr wichtig, innen wie außen. Das heißt auch immer innen, wenn ihr auf dem Sofa hockt, ihr habt immer irgendwo was rumstehen oder parat, dass ihr dem Hund eben, wenn draußen Knallgeräusche sind, ihm was geben könnt, was er richtig lecker findet. Und dann hat euer Hund einen Rückzugsort, das nenne ich auch Safe Zone oder Sicherheitszone. Und diese Sicherheitszone ist eben dann für Silvester ganz, ganz wichtig. Wenn ihr sie noch nicht habt, dann baut sie auf und baut sie wirklich schnell und intensiv auf, sodass euer Hund dann am 31.12. eine Sicherheitszone hat. Guckt, was nimmt euer Hund eh gerne an. Also mein Hund bevorzugt mein Bett als Sicherheitszone oder im anderen Zimmer das Bett. Und dann nehme ich das auch als Sicherheitszone. Ich baue mir nicht unbedingt eine neue Sicherheitszone auf, am meisten nicht in kürzester Zeit.
Wenn euer Hund sich gerne in seine Box zurückzieht, dann nehmt er die Box. Ihr könnt ein Hundebett nehmen. Das ist völlig egal. Sapro-Iglos werden gerne angenommen. Ihr könnt dem Hund eine Höhle bauen. Da ist wirklich, das könnt ihr alles frei entscheiden. Aber schafft einen Rückzugsort für euren Hund. Genau, und jetzt schauen wir uns eben den Rückzugsort und den allgemeinen Umgang an, dann Nahrungsergänzungsmittel und Medikamente, Equipment und Handling draußen. Das ist ganz wichtig, damit euer Hund nicht irgendwie wegläuft. Also der Rückzugsort, wie ich gesagt habe, wird auch Sicherheitszone genannt. Wenn euer Hund sehr starke Angst hat, dann möglichst in einem fensterlosen Raum. Also bei uns ist das sehr schwierig. Der einzige fensterlose Raum ist das Badezimmer und ist ein bisschen eng. Wenn ihr ein großes Badezimmer habt und eure Box oder das Hundebett da unterbringen könnt, dann ist das super. Sonst nehmt ihr einen Raum, der so ein bisschen, wenn das geht, wenn ihr so wohnt, so ein bisschen abgeschirmt ist. Also ich würde beispielsweise nicht, ich wohne ja an der Hauptstraße und in dem Zimmer, wo ich jetzt hier bin, ist es lauter als in dem anderen Zimmer, da geht es zum Hof raus. Also würde ich die Sicherheitszone im anderen Zimmer aufbauen, ja? Und dann könnt ihr alles abschirmen, also alles Jalousien runter machen, auch den Rückzugsort so ein bisschen isolieren mit Decken. Und wenn ihr keine Jalousien habt, alles so ein bisschen abhängen und den Hund von außen ein bisschen abschirmen und das halt schon im Vorfeld üben mit dem Hund, dass es für den Hund nicht an Silvester bedrohlich ist, dass auf einmal alles abgehangen ist, sondern dass der Hund sich daran schon gewöhnt hat. Also wenn er sagt, ha, das ist komisch, dann fangt ihr morgen oder Samstag an damit, eure Fenster abzuhängen und so ein bisschen abzuschirmen, dass der Hund über eine Woche Zeit hat, sich daran zu gewöhnen. Entschuldigung, und dass für euren Hund das nicht mehr schwierig ist. Na, weil wir wollen nicht, dass der Hund sich dann bei euch zu Hause unwohl fühlt. Entspannung, es gibt Entspannungsmusik, Entspannungsduft und eben verschiedene Entspannungsübungen. Wenn ihr sie schon aufgebaut habt, dann alles nochmal auffrischen. Wenn ihr sie noch gar nicht aufgebaut habt, dann müssen sie sehr intensiv aufgebaut werden. Ich empfehle euch den Relaxo Dog. Und das, falls ihr es kennt, das ist ein auf Hunde abgestimmtes Musikding. Also ein kleines, wirklich nur so klein. Und es dudelt Musik. Und es hat eben ein Soundmodul speziell auf Hunde abgestimmt. Es funktioniert sehr gut, es wirkt alleine schon entspannend und ihr konditioniert es eben mit der Entspannung eures Hundes. Also wenn eure Hunde eben abends ganz ruhig liegen, macht ihr das an. Ich konnte das irgendwann nicht mehr hören und bin auf Musik umgestiegen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich war dann irgendwann, das macht so schreckliche Dudelmusik, ich war dann irgendwann so genervt. Also ihr könnt auch Entspannungsmusik nehmen, es gibt speziell für Hunde, muss nicht sein. Ihr könnt auch Entspannungsmusik für den Menschen nehmen, auch ihr müsst es gerne hören. Ihr müsst, wenn ihr dann diese Musik hört und ihr seid total verkrampft, dann geht es nicht. Also achtet darauf, dass ihr die Musik auch mögt. Man sollte möglichst klassische Musik nehmen oder zumindest ruhigere Musik, also jetzt nicht unbedingt Heavy Metal. Ja, und immer wenn euer Hund ruhig liegt, schläft, macht ihr diese Musik an. Ihr müsst sie nicht über Nacht laufen lassen, aber je mehr ihr das macht, umso besser wird es verknüpft. Und dann könnt ihr halt mal so ein paar Tage vor Silvester ausprobieren. Euer Hund läuft noch rum, ihr schaltet die Musik ein und die Konditionierung ist geglückt, wenn der Hund sich hinlegt und schläft. Erwartet keine Wunder an Silvester, es ist nur ein Hilfsmittel. Es bedeutet nicht, dass ihr einen Hund, der zitternd in der Ecke saß, dazu bringt, dass er ruhig schläft. Es soll nur helfen und eigentlich für ein gutes Training fängt es jetzt an aufzubauen, kommt halbwegs gut über das Silvester und baut es nächstes Jahr weiter auf. Und 2020 an Silvester wird es dann gut funktionieren, wenn ihr es wirklich über das ganze Jahr aufbaut und immer, immer, immer wieder verknüpft.
Dann erstmal ein ganz wichtiger Punkt. Lasst bitte euren Hund Silvester nicht allein. Egal wie gut der Hund es verkraftet, kein Hund gehört an Silvester alleine. Zu Hause und feiert meinetwegen im ruhigen Umfeld mit Freunden und Bekannten Silvester, nehmt euren Hund mit und lasst ihn teilhaben, lasst ihn bitte nicht alleine zu Hause. Das ist sehr unfair, weil Hunde entwickeln sich auch und es gibt Hunde, die entwickeln erst im Laufe der Jahre Angst vor Silvester. Dann Social Support, das heißt anfassen und trösten und streicheln, wenn der Hund Angst hat. Das ist definitiv erlaubt. Und auch trösten ist erlaubt, Körperkontakt ist erlaubt, alles, was der Hund möchte. Ich zwinge dem Hund nichts auf, aber alles, was der Hund von sich aus möchte, ist erlaubt. Und auch wenn der Hund Angst hat, dürft ihr ihn anfassen, streicheln, trösten. Denn soziale Unterstützung, was Social Support bedeutet, ist in einer Gruppenhaltung ganz normal. Ja, das Ignorieren von Angst ist im Endeffekt unsozial. Also, wenn ihr sagt, euer Hund hat Angst und es kursiert ja die Meinung, wenn ich den Hund dann anfasse und streiche oder ihm ein Leckerli gebe, auch das dürft ihr tun, dann verstärke ich die Angst. Es ist aber so, überlegt von euch aus gesehen, überlegt bei Kindern, ich kann Angst nicht verstärken. Angst ist eine Emotion, eine sehr starke Emotion und ich kann nicht die Angst schlimmer machen, wenn ich dem Hund streichle, wenn ich den Hund streichle oder wenn ich dem Hund ein Leckerli gebe. Das geht einfach nicht. Ich kann es schlimmer machen, wenn ich den Hund schimpfe. Ich kann es schlimmer machen, wenn ich dem Hund etwas aufzwinge, was der Hund gar nicht möchte. Dann mache ich es schlimmer für den Hund. Aber im Prinzip kann ich, wenn ich dem Hund Social Support biete, es niemals schlimmer machen. Ich kann es immer nur besser machen. Und dann eben mein Tipp dazu, und das ist ein Entspannungssignal, was ihr damit streicheln verknüpfen könnt. Immer wenn ihr den Hund streichelt, sagt ihr vorher ein bestimmtes Signal. Ihr könnt streicheln sagen, anfassen. Ihr könnt im Endeffekt auch das Entspannungssignal sagen. Das wäre bei mir zum Beispiel easy oder irgendwas anderes, was euch gefällt. Und ihr sagt das Signal. Und dann streichelt ihr den Hund, sodass der Hund es mag. Möglichst schön ruhig, dass sich der Hund entspannt, eher seitlich und im vorderen Bereich des Körpers. Also hinten, wenn ihr so an der Schwanzwurzel streichelt, dann ist es so, dass es den Hund eher stimuliert und ein bisschen aktiviert. Wir möchten aber, dass der Hund entspannt. Das heißt eher so ein bisschen hinter den Ohren krauen, am Hals, Brustbereich. Und ladet den Hund ein. Guckt immer, gefällt es dem Hund noch, gestreichelt zu werden? Oder hat der Hund jetzt gerade genug? Dieses Streichelsignal wirkt dann nämlich super. Es ist dann konditioniert, also ein Entspannungssignal. Auch da keine Wunder erwarten, bitte. Aber wenn der Hund sehr gerne Körperkontakt hat und gestreichelt wird, und ihr das jetzt sehr, sehr häufig verknüpft, hilft es euch. Ja? Das Streichelsignal könnt ihr drinnen und draußen aufbauen. Ihr sagt das Streichelsignal, ladet den Hund ein zum Streicheln, streichelt den Hund und könnt das dann eben mehrmals wiederholen. Wenn ihr das Streichelsignal sagt, achtet darauf, dass eure Hände den Hund nicht berühren, damit eben die Verknüpfung schön passiert. Das heißt, eure Hände, am besten liegen sie irgendwo an euren Beinen. Ihr sagt streicheln oder anfassen. Wenn ihr fertig seid mit sagen, dann bewegen sich eure Hände erst krabbel, krabbel zum Hund. Und so, das ist der Hund, dass es dem Hund auch gefällt und der Hund sich wohlfühlt. Und damit es dem Hund gefällt, achtet darauf, wo euer Hund sehr gerne angefasst wird. Findet das also kurz heraus, das könnt ihr heute Abend noch machen. Schaut euch mal an, was mag der Hund, was mag der Hund nicht, wo geht er weg, wo sagt er, oh ja, bitte noch mehr. Und guckt da ein bisschen drauf.
Körpersprachlich achtet darauf, euch seitlich zum Hund zu stellen. Möglichst nicht über den Hund beugen, zumindest nicht so komplett über den Hund beugen. Das finden viele Hunde etwas unangenehm. Und wenn ihr kleine Hunde habt, entweder geht ihr mit dem kleinen Hund irgendwie aufs Sofa oder ihr setzt euch runter auf den Boden zu den kleinen Hunden, dass ihr, die können auch auf euren Schoß kommen. Und das finden die meisten kleinen Hunde besser, als wenn man sich so im Stehen über die Hunde drüber beugt. Und dann, das ist für mich eben ganz wichtig, wir arbeiten mit Kong. Ich stelle euch gleich noch Alternativen vor, wenn ihr sagt, nee, Kong ist nicht so meins, dann könnt ihr was anderes nehmen. Aber der Kong ist für viele Hunde super toll. Und diesen Kong fangt ihr am besten heute Abend dann noch an. Gibt es jeden Abend jetzt in dem Rückzugsort in der Sicherheitszone des Hundes. Die muss ja auch noch verknüpft werden oder wieder aufgeladen werden. Und in diesem Kong füllt ihr nur die besten der besten Sachen. Das heißt Leberwurst, am besten vom Menschen, grobe Leberwurst. Oder probiert aus, was euer Hund lieber mag, aber grobe Leberwurst kommt besser an als feine Leberwurst. Frischkäse, Butter, Schlagsahne, also alles, was man in den Kong füllen kann, was fettig ist, füllt ihr da rein und gebt den Kong eurem Hund dann in der Sicherheitszone. Ja? Also alles, was der Hund sonst nicht bekommt, füllt ihr in den Kong. Warum fange ich jetzt damit schon an und nicht erst am 31.12.? Weil der Hund dann eine richtig gute Verknüpfung schon hat und den Kong dann auch schon erwartet. Das ist richtig, richtig geil. Und dann gibt es natürlich Alternativen zum Kong. Wenn euer Hund sagt, oh, der Kong ist so schwierig, so anstrengend, dann gibt es Schleckmatten für Hunde. Und diese Schleckmatten können auch eingefroren werden. Dann hat der Hund noch ein bisschen mehr zu tun. Backmatten, also diese Backmatten, wo man die Leckerlis mitmacht, die können als Schleckmatte umfunktioniert werden. Und von der Firma Kong gibt es noch verschiedene Quest-Spielzeuge wie Quadrat, Blume und irgendwelche anderen Knochen gibt es noch. Ich stelle euch dazu dann ganz viele Links rein. Ich habe euch da ganz viel rausgesucht. Und das stelle ich euch dann nach dem Live-Video in die Kommentare einfach rein. Dann könnt ihr gucken, was ihr davon kaufen möchtet. Ihr könnt auch mehrere Sachen vorbereiten und dem Hund im Wechsel mal einen Kong geben, mal eine Schleckmatte und immer schön in der Sicherheitszone, dass die auch mit gleich konditioniert wird. Das machen wir, weil der Hund sich auch erst daran gewöhnen muss, falls er das noch nicht kennt. Und eben für die Konditionierung. Ihr könnt die Sachen wechseln, die ihr befüllt oder mit denen ihr die Schleckmatte oder den Kong befüllt. Das kann wechseln. Das muss auch nicht immer, nicht jeden Abend sehr hochwertig sein. Ihr könnt das normale Futter reinmachen, wenn der Hund Nassfutter bekommt zwischendurch. Also auch auf die Licky Mat. Dann kann es sein, dass ihr es einfrieren müsst, weil es sonst zu einfach ist. Ihr könnt in den Kong auch Trockenfutter reinmachen, was er halt da ein bisschen mit Frischkäse mischt. Den Kong nutzen wir am 31.12. um Mitternacht. So kurz bevor die Böllerei anfängt, geht er mit eurem Hund in die Sicherheitszone und gebt dem Hund den Kong, damit der Hund sich eben schön damit beschäftigen kann oder die Licky Mat oder habt verschiedene Sachen vorbereitet. Ja, und da auch wirklich wieder darauf achten, dass ihr eben nicht mit den Belohnung spart, dass er nicht sagt, oh ja, und heute schon wieder Leberwurst oder Erdnussbutter, alles das, was der Hund eben sonst nicht bekommt, aber was wirklich gut ist, macht es drauf, gebt es dem Hund, schmiert nach. Und das ist für Hunde, die leichte Angst haben, ja, die im Endeffekt mit ein bisschen Beschäftigung dann gut darüber hinwegkommen. Und Hunde, die im Endeffekt den ganzen Tag zitternd in der Ecke sitzen, die müssen wir noch mehr unterstützen. Was alternativ noch gemacht werden kann zu dem Kong oder parallel, was heißt parallel, wenn der Hund frisst, nicht, aber eben, es geht ja meistens so eine halbe Stunde. Man kann dem Hund Tricks abfragen, Intelligenzspielzeuge vorbereiten, spielen, also wieder auch Zerspiele, Ballspiele.
also den Hund beschäftigen, dass seine Aufmerksamkeit geteilt ist und seine Aufmerksamkeit nicht komplett der Böllerei, im Endeffekt nicht direkt auf, nicht komplett auf die Böllerei ausgerichtet ist, das hilft schon vielen Hunden. Auch hier ist es so, wenn euer Hund Intelligenzspielzeuge nicht kennt, dann solltet ihr die vorher einführen. Oder wenn ihr sagt, ihr seid jetzt eh in den Ferien, habt Zeit, macht ihr jeden Tag abends zwischen 22 und 24 Uhr noch ein kurzes Tricktraining, dass da Routine drin ist. Es muss nicht unbedingt um 24 Uhr sein, aber eben wenn es dunkel ist, eher abends, wo der Hund sonst schläft. Und dann macht ihr noch mal eine kurze Trickeinheit. Auch das hat was mit Konditionierung zu tun. So, ich trinke kurz was. Gut, ich habe nur kurz auf mein Handy geguckt. Mein Handy ist immer an. Und das ist lautlos, falls mir irgendjemand schreiben sollte, das funktioniert nicht. Aber ich glaube, das funktioniert einwandfrei. Ich war schon häufiger online und Zoom ist super, was das angeht. Also, jetzt kommen wir zum Thema Nahrungsergänzungen und Medikamente. Da möchte ich gleich vorweg sagen, dass ich nicht dafür bin, den Hund mit irgendwelchen Medikamenten zuzuballern, sondern dass man das bitte überlegt macht, dass man bei vielen Sachen oder bei eigentlich allen mit seinem Tierarzt Rücksprache hält. Dass ich es aber viel, viel besser finde, wenn die Hunde etwas bekommen, wenn sie mit Silvester nicht gut klarkommen. Und dann natürlich die Frage, wann gebe ich was? Wenn der Hund eher leichte Ängste hat, wenn der Hund nur leichte Probleme oder Probleme um Mitternacht hat, gebe ich eher Nahrungsergänzungsmittel. Wenn der Hund sich kurz erschreckt bei Böllern, dann aber wieder normal ist, gebe ich Nahrungsergänzungsmittel. Wenn ich einen Welpen oder einen Junghund habe und ich nicht weiß, wie er reagiert, gebe ich Nahrungsergänzungsmittel. Also ich würde auch immer schon vorbeugen. Ich würde auch einen Junghund schon Nahrungsergänzungsmittel geben, eventuell auch ein Welpe, meistens wenn er vom Typ eher ängstlich ist. Ich würde nicht abwarten und gucken, naja, wie reagiert er darauf, sondern ich würde dieses ganze Programm, und das ist nur ein Teil von dem Programm, was ich da mache, damit der Hund Silvester entspannt überstehen kann, würde ich schon mit dem Welpen und Junghund machen. Und wenn ihr sagt, ja, das passt zu meinem Hund, dann würde ich nur Nahrungsergänzungsmittel geben. Wenn der Hund sehr starke Angst hat, wenn der Hund zittert, wenn er sich nicht mehr draußen lösen kann an Silvester, wenn er nicht mehr spazieren gehen möchte, wenn er auch danach mehrere Tage nicht mehr spazieren gehen möchte, wenn der Hund schon mehrere Tage vorher Angst hat und zum Beispiel auch abends nicht mehr rausgehen möchte, weil es dunkel ist. Die Hunde wissen ganz genau, es wird eher im Dunkeln geknallt als im Hellen. Wenn der Hund sofort fliehen möchte, wenn er aus der Entfernung einen Böller hört und nicht nur, also ist ein Unterschied, ob der Hund bei dem ersten Böller wegrennt und fliehen möchte oder ob der Hund Böller, Böller, Böller und es steigert sich immer und dann irgendwann wird der Hund panisch. Und das sind also Punkte, wo ich dann wirklich zu Medikamenten rate, in Absprache mit dem Tierarzt oder eben ein Tierarzt mit dem Zusatz Verhaltenstherapie. Ja, das ist ganz wichtig, dass ihr auch zum Beispiel Blutwerte habt, aktuelle Blutwerte, um zu gucken, sind die Blutwerte alle in der Referenz, kann ich meinem Hund Medikamente geben. Dann schauen wir uns an, welche Nahrungsergänzungen es gibt. Das, was ich erstmal als erstes empfehle, ist Adaptil. Also wenn ihr sagt, ich will es ganz unkompliziert haben, ich möchte meinem Hund einfach was geben, dann kauft ihr bitte Adaptil. Es gibt mittlerweile die Tabletten, das ist Adaptil Express. Es gibt ein Adaptil-Halsband, es gibt ein Spray und ein Diffuser. Und ihr könnt alles verwenden. Ja, ihr könnt eure ganze Wohnung, euer ganzes Haus voll mit Adaptil machen. Entweder es wirkt oder es wirkt nicht. Die Tabletten wirken auf alle Fälle. Beim Diffuser, den macht ihr in die Nähe vom Rückzugsort. Entweder der Hund mag es oder mag es nicht. Oder es passiert oder es passiert nichts. Und das Halsband macht ihr um und ist normalerweise auch so, es passiert oder es passiert nichts. Gibt aber Studien von Adaptil, je jünger der Hund ist, umso eher wirkt es. Und ich glaube, oh, ich habe es nicht mehr im Kopf, aber ihr habt so eine ungefähr eine 50-50-Chance.
Dann gibt es L-Theanin, das ist auch im Adaptil drin. Das könnt ihr geben. Dann gibt es Johanniskraut. Johanniskraut ist schon ein pflanzliches Medikament. Das braucht ihr dieses Jahr nicht mehr kaufen. Johanniskraut braucht ungefähr 2 Wochen Vorlaufzeit, bevor es wirkt. Das ist zu spät. Dann gibt es B-Vitamine. Und die Katharina Volk aus München hat den Heldenmut Pflanzensaft entwickelt. Den habe ich meinem Hund letztes Jahr gegeben und konnte, also ich bin dann auf Alprazolam umgestiegen, aber habe das also bis kurz vor Silvester gegeben. Und ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ja, gehört auch noch zu den Nahrungsergänzungsmitteln. Ich stelle euch die Links dann alles rein. Ihr bekommt es alles im Internet oder in der Apotheke oder Drogerie. Genau, Adaptive bekommt ihr auch beim Tierarzt. Dann natürlich nicht alles geben, ja. Also fragt eventuell beim Tierarzt nach, was der empfiehlt. Ansonsten sucht ihr euch ein Präparat aus und testet das vorher. Das ist ganz wichtig, wie euer Hund darauf reagiert. Also wenn euer Hund es noch nie bekommen habt, dann besorgt ihr euch das möglichst zügig, damit ihr das nächste Woche einmal ausprobieren könnt. Da stehen ja die Dosierungen auf der Verpackung, wenn ihr jetzt zum Beispiel Adaptil kauft. Und ihr gebt dem Hund das Adaptil und guckt mal, ob ihr irgendwelche, also normalerweise sieht man nichts, irgendwas, was im Endeffekt dagegen spricht, seht. Oder ob sich der Hund irgendwie komisch verhält, dann gibt man das nicht. Wenn der Hund entspannt ist, weiß man, okay, ne, die Dosis passt auch. Wenn der Hund noch nicht wirklich was zeigt, kann es sein, dass man die Dosis noch ein bisschen erhöhen muss. Und da ist es wichtig, dass man das vorher schon mal testet. Wie gesagt, für Johanniskraut ist es zu spät. Ich glaube, der Heldenmutsaft braucht ein bisschen, bis er wirkt. Ich glaube, da könntet ihr noch Glück haben. Das habe ich nicht im Kopf. Ich glaube, der braucht nicht ganz so lang. Welche Medikamente bitte nicht verwenden? Alle Medikamente, wo der Wirkstoff Azithromycin drin ist. Das führt dazu, das ist ein Muskelrelaxan und der Hund kann sich nicht mehr bewegen. Der Hund kriegt aber geistig alles mit. Und sie wird verkauft unter den Namen Vetranquil, Sedalin, Calmivet und Preaquilan. Also wenn euer Tierarzt euch eins von diesen Mitteln geben möchte, sagt ihr, nein, danke, das gebe ich meinem Hund nicht. Darum ist es auch rot geschrieben. Das heißt, diese Medikamente verwenden wir nicht. Wenn ihr Medikamente verwenden wollt, dann bitte Alprazolam oder Sileo und euch vom Tierarzt beraten lassen. Alprazolam ist etwas schwierig von der Dosierung. Alprazolam empfehle ich, wenn ihr es nicht nur am Silvesterabend geben möchtet, sondern ein paar Tage vorher und ein paar Tage nachher. Dann würde ich Alprazolam verwenden. Alprazolam hat so ein paar Nebenwirkungen, die man kennen muss. Also mein Hund kriegt Heißhungerattacken. Meistens so, wenn ich damit anfange und die Hunde werden enthemmt. Also man muss ein bisschen aufpassen, wenn man mehrere Hunde hält, wegen Ressourcenverteidigung. Man muss extrem aufpassen, was Jagdverhalten angeht. Wenn der Hund enthemmt ist, zeigt er halt von allem mehr und stärker. Und daher sollte man eben mit Alprazolam etwas vorsichtig sein. Und seit ein paar Jahren gibt es relativ neu auf dem Markt das Sileo. Und das Sileo könnt ihr super gut dem Hund geben, wenn es der Hund ge sich gefallen lässt. Ansonsten müsst ihr es trainieren. Sileo ist etwas, wenn euer Hund nur am Silvesterabend Probleme hat. Dann wirkt es sehr gut. Mein Hund kann das sehr, also ich habe es ihm bisher einmal gegeben, ich habe es da für Silvester und das eine Mal hat es sehr gut geklappt. Bei Sileo ist das einzige Problem, in Anführungszeichen, dass die Eingabe, es sind halt keine Tabletten, es ist eine Paste. Und die Eingabe, es kann sein, dass ihr das üben müsst. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr möchtet Sileo verwenden, dann ein bisschen das noch auf eure Liste nehmen. Ihr braucht Einweghandschuhe, ihr braucht eben zum Üben, entweder nehmt ihr die Spritze, aber zieht sie nicht auf, oder nehmt einfach irgendeine normale dicke Spritze, wo ihr nichts drin habt. Und ihr müsst mit dem Hund beibringen, am besten über einen Kindtouch, also dass er den Kopf auf eure Hand legt oder irgendwo drauf, egal. Und diese Spritze wird hier in die Backe gespritzt, in die Mundschleimhaut des Hundes. Und der Hund sollte das möglichst nicht schlucken. Wenn er es schluckt, ist es unwirksam, denn es wird über die Mundschleimhaut aufgenommen.
Und es gibt halt Hunde, die sich das nicht gefallen lassen. Da müsste man das trainieren. Ob man das so in anderthalb Wochen hinbekommt, kann ich euch nicht sagen. Wenn ihr sagt, mein Hund lässt sich das gut eingeben, dann könnt ihr das vorher ein paar Mal üben. Und dann ist die Leo eine gute Sache. Die Dosierung ist ganz klar, steht auf der Packung, ist alles erklärt, auch wie man das eingibt. Wenn es einmal gemacht hat, ist wirklich easy. Und ihr könnt auch nachdosieren. Da bin ich mir jetzt nicht gerade sicher. Es steht alles da, glaube ich, alle 2 Stunden, 2 oder 3 Mal kann man nachdosieren. Und auch das solltet ihr, also Alprazolam und Sileo, vorher testen. Ja, also wie der Hund darauf reagiert. Was kann man sonst noch tun, wenn man sagt, oh nee, Medikamente möchte ich nicht. Okay, Nahrungsergänzungsmittel gehen, adaptieren nehme ich. Ein Thundershirt ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Thundershirt ist super, wenn euer Hund es gerne mag. Also wenn euer Hund es gerne anzieht. Es ist im Prinzip keine Konditionierung notwendig. Eine Konditionierung ist auch sinnvoll. Also während ihr eure Entspannungsmusik abspielt und euer Hund den Kong lutscht, in seinem Rückzugsort zieht er sein Thundershirt an. Also vorher, ihr macht das alles fertig, zieht dem Hund den Thundershirt an, macht die Musik an, bringt den Hund in die Sicherheitszone und ihr habt 3 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also das könnt ihr alles gleichzeitig machen. Wenn euer Hund das Thundershirt nicht so mag, könnt ihr auch Körperbandagen benutzen aus dem T-Touch-Bereich. Auch das geht. Das ist ähnlich, wirkt ähnlich. Und dann habt ihr die Möglichkeit, Mudmuffs zu verwenden. Was anderes gibt es nicht, soweit ich weiß, auf dem Markt. Das Einzige, was es gibt, das sind Ohrenschützer für Hunde, die, wenn man die richtige Größe erwischt und nicht so komische Klappohren hat wie bei meinem Hund, die gut sitzen. Die Mudmuffs, die dämpfen, wie viel habe ich nicht im Kopf, aber um einiges, die Geräusche von außen, und es hilft vielen Hunden. Das muss man ein bisschen antrainieren, dass der Hund sich damit wohlfühlt, sie aufziehen kann. Und dann sieht es so aus. Das ist mein Nemo mit seinen Mudmuffs. Und die werden hier oben festgemacht, hier und hier unten. Und dann dämpfen sie eben die Außengeräusche. Der Hund hört noch etwas, aber weniger. Und das in Kombination mit Entspannungstraining kann schon viel bewirken. Wenn sie gut sitzen, können die Hunde das auch auf dem Spaziergang tragen. Bei meinem Hund sind die immer runtergerutscht. Mein Hund hat sich einmal geschüttelt und die Dinger waren unten. Okay, ihr könnt dann eure Fragen stellen, wenn ich fertig bin mit der Präsentation. Dann schreibt sie schon mal rein. Ich gucke dann, wenn ich wieder da bin, bei Facebook. Equipment und Handling draußen. Das heißt, damit der Hund bitte nicht wegläuft. Sicherheitsgeschirr. Wenn der Hund zu Panik neigt oder ihr nicht wisst, wie der Hund reagiert, dann bitte kauft ihm ein Sicherheitsgeschirr. Zieht dem Hund sicherheitshalber einfach ein Sicherheitsgeschirr um, damit der Hund nicht rauskommt. Das bedeutet Sicherheitsgeschirr. Normale Geschirre haben um den Bauch Einstieg. Also da geht einmal rum und beim Sicherheitsgeschirr geht zweimal rum. Das ist so der Unterschied. Und ich empfehle die Safety-Geschirre von Anix. Die sitzen gut, die haben eine schöne Passform. Und die Größen sind recht gut. Ansonsten gäbe es noch Dogfellow. Und neben dem Sicherheitsgeschirr, wenn ihr sehr panische Hunde habt, sollten die doppelt geführt werden mit entweder 2 Leinen oder 1 Leine, die ihr nochmal irgendwo festmacht eventuell. Sicherheitsgeschirr, 1 Karabiner und Halsband. Bitte Zugstopp, Halsband. Also wenn er dem Hund ein Halsband ummacht, wo der Hund rauskommt, ist es sinnlos. Also ein Zugstopp-Halsband, wenn das auf Zug ist, das wirklich eng ist, sonst bringt das alles nichts. Der Hund darf nicht aus dem Halsband rauskommen. Und eben 2 Leinen oder 1 lange Leine. Und das Wichtigste ist eben, dass der Hund da nicht rauskommt. Wenn ihr euch unsicher seid wegen der Leine, dann nehmt ihr 2 Leinen und macht 1 Leine möglichst die vom Sicherheitsgeschirr, das finde ich schöner für den Hund, am Jogginggurt fest und schaut, dass die Leine vom Halsband halt nur durchhängt. Die soll nur als Sicherheit dienen. Nimm bitte eine stabile Leine, keine Leine, die schon irgendwie angefressen ist und halb am Reißen. Die sollte gut in der Hand liegen. Wenn ihr einen Hund habt, der schnell in Panik gerät, zieht auch Handschuhe an, also Fitnesshandschuhe, Fahrradhandschuhe, damit ihr einen guten Grip habt.
Wählt die Spaziergänge, die Gebiete zum Spaziergang wirklich sorgfältig aus. Wählt ruhige Gebiete aus. Denkt auch dran an die Zeiten. Also je eher ihr geht, umso besser. Verlegt eventuell den großen Spaziergang auf früh und geht nachmittags nur noch eine Pinkelrunde, weil meistens ist es so, wenn geknallt wird, wird eher abends geknallt, wenn es dann dunkel wird. Vermeidet Parks, vermeidet da, wo Kinder und Jugendliche sind. Also nicht gegen Kinder und Jugendliche, aber das sind die, die meistens dann schon in den Parks knallen. Und wenn euer Hund halt schon auf Knallerbsen reagiert, geht ihr lieber dorthin, wo eben das nicht ist. Pendeln bedeutet hin und her laufen, nah beim Auto bleiben, Auto eventuell auch offen lassen oder den Kofferraum offen lassen und sich in Sichtweite des Autos aufhalten. Man kann ja gut einen Schnüffelspaziergang machen, eine Stunde, anderthalb Stunden und die ganze Zeit in Sichtweite des Autos bleiben, sodass ihr immer die Möglichkeit habt, relativ zügig zum Auto zurückzukommen. Für den Hund wäre es perfekt, wenn das Auto auch ein Rückzugsort wäre oder im Auto eine Box ist, die der Hund als Rückzugsort ansieht. Das natürlich auch positiv aufbauen mit Leckerli, verwendet Mozzarella, Würstchen, Käse, alles, was ihr noch da habt. Ihr könnt meinetwegen sogar die Reste des Weihnachtsbraten an den Hund verfüttern, solange es nicht komplett stark gewürzt ist und das als super Leckerli verwenden. Und mit dem Hund halt wirklich trainieren, wenn du Angst hast, wenn du Panik hast, guck mich ganz kurz an, bleib stehen. Gebt dem Marker, lobt den Hund und dann geht ihr ab zum Auto, lasst den Hund einsteigen, gucken, schaut, ob der Hund sich wieder beruhigt im Auto und ob er wieder aussteigen kann. Wenn nicht, fahrt er halt zurück nach Hause. Okay, so, seht ihr, da bin ich schon fertig. Das ging relativ schnell. Jetzt muss ich nur mal hier meinen Cursor finden, um meine Bildschirmpräsentation zu stoppen. Dann gehe ich zurück zu Facebook. Gut, und jetzt haben wir noch Zeit, dass ihr mir eure Fragen stellen könnt. Wenn ihr denn Fragen habt, das wäre ja so die erste Frage, habt überhaupt Fragen? Also die erste Frage, die ich ja schon per PN bekommen hatte, war die Frage, der Hund reagiert eben nicht nur auf die Geräusche, sondern auch auf den Geruch. Was kann ich da machen? Also das, was ich am Anfang gesagt hatte, Gegenkonditionierung unbedingt auch machen mit dem Geruch. Man kann die Gerüche natürlich auch so ein bisschen erzeugen. Das geht bei den Geräuschen einfacher als bei den Gerüchen. Das heißt, Geräusche kann man einfacher erzeugen. Da gebt ihr einfach bei Google den und das Geräusch an und ihr findet Datenbanken ohne Ende mittlerweile. Und ihr könnt aber zum Beispiel eine Kerze anmachen, wenn der Hund so ein bisschen auf das reagiert und das dann eben gegenkonditionieren. Na, das ist dann auch noch eine Möglichkeit. Bei Gerüchen haben wir halt teilweise das Problem, dass wir dem Hund unterlegen sind. Muss man einfach so sagen. Die Hunde riechen das viel eher als wir Menschen und das macht es da ein bisschen problematisch. Wenn der Hund es gerochen hat und anfängt, ängstlich zu werden. Ihr könnt alles anwenden, was ihr bisher mit dem Hund trainiert habt. Falls ihr das 10-Leckerli-Spiel kennt, das könnt ihr anwenden. Ihr könnt sagen, okay, ich mache Kegeln. Also Kegeln lieben meine Hunde. Das Leckerli wird eben wie beim Kegeln geworfen und der Hund darf hinterherrennen. Das geht auch in der Stadt an der Leine, dann macht man es halt nicht so weit. Ihr könnt, wenn euer Hund total auf Futterdummy steht, jetzt immer ein Futterdummy mitnehmen und den, wenn der Hund so ein bisschen Angst bekommt, aber der ist noch ansprechbar, dann werft den schnell nach hinten, sagt, komm, such verloren und schickt den Hund nach hinten. Das geht auf 2-3 Meter oder wenn es mehr ist, dann rennt er mit dem Hund halt mit. Also ihr könnt alles zur Gegenkonditionierung machen, was dem Hund Spaß macht und wo der Hund sagt, ja, das mache ich richtig gerne. Das muss natürlich das Schöne, wenn ihr dabei seid, wenn ihr integriert seid darin, aber muss nicht sein. Ja, also das heißt, das kann auch sein, was der Hund alleine macht. Na? Und man kann dem Hund halt beibringen, solche Sachen zu wittern, auch Geräusche zu horchen. Das sind die anderthalb Wochen einfach zu knapp, muss man so sagen, wie es ist.
Ja, also da kann man halt die ganzen Entspannungssachen noch halbwegs gut aufbauen. Man kann die ganzen Schleckmatten aufbauen. Aber so richtig schönes Training, das dauert so 2, 3 Monate und erfordert dann doch ein bisschen länger Vorbereitungszeit. Okay, jetzt gucke ich mal. Genau, also Kerze, ich könnte mir, wenn du eine Schale hast, wo du so ein bisschen Mini-Hölzchen verbrennst, das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass sowas auch noch geht. Also einfach so die Gerüche ein bisschen erzeugen. Ich würde jetzt nicht sagen, man lässt was ankucken, das muss ja nicht unbedingt sein. Aber irgendwas halt, was so ein bisschen die Gerüche erzeugt, das ist ja auch so, dass es wie bei den Geräuschen, es muss nicht der angstauslösende Geruch sein, aber so ein bisschen was, was eben daran kommt, das ist schon sinnvoll. Dann habe ich auf alle Fälle noch etwas für euch, wenn ihr jetzt sagt, naja, die Tipps, die reichen mir aus, dann ist das super. Ich habe aber auch noch eine Webinaraufzeichnung, wo ich das ganze Programm bespreche. Ja, also nicht nur das, was wir hier gemacht haben, sondern auch, wie baut man eine Sicherheitszone komplett auf und wie baut man dieses Geräuschetraining komplett auf. Das habe ich euch in die Kommentare gestellt über den Link. Könnt ihr das kaufen und ihr bekommt, wenn ihr den Coupon eingebt, Silvester, bekommt ihr 50% Rabatt. Wenn ihr das möchtet, das ist kein Muss. Ja, okay. Dann lese ich mal, was die Andrea geschrieben hat. Sie hat bei ihrer alten Hündin das Thundershirt benutzt, war sehr hilfreich. Jetzt habe ich eine junge Hündin, ein Jahr, seit 6 Wochen, kommt aus Kroatien. Ich habe das Shirt schon trainiert und das mit dem Kong auch. Keine Ahnung, wie sie reagiert. Genau, also bei solchen Hunden, ich würde erstmal zum Beispiel Adaptil geben. Die Tabletten von Adaptil sind zwar jetzt nicht ganz preiswert, aber die schaden nichts und sie unterstützen den Hund. Was ihr natürlich auch machen könnt, ihr könnt mit dem Hund rausfahren, so wie ich das mache, wo ich nicht so Fan von bin. Ich weiß, es machen viele Leute und sie sagen, das klappt gut, ist mit dem Hund auf der Autobahn fahren, wenn ich alleine bin, weil ich halt, wenn der Hund im Kofferraum ist, ich kann keinen Social Support leisten. Und daher finde ich das nicht so prickelnd. In den ganzen Naturschutzgebieten darf nicht geknallt werden. Also wäre das noch eine Alternative. Und auch wenn euer Hund draußen das besser trägt als innen, ein langer Waldspaziergang im Dunkeln im Naturschutzgebiet, je nachdem, wie weit außerhalb ihr wohnt, in den ganzen Naturschutzgebieten und Nationalparks, darf nicht geknallt werden. Ich glaube, sagt mir, welche Insel es war in Deutschland, Sylt, die knallfrei ist. Auch das geht noch. Das wäre eine Möglichkeit. Es gibt einige Städte, die knallfrei sind. Also auch diese Möglichkeit gibt es, mit dem Hund eben wegzufahren, wie ich es jetzt auch mache. Na, dass die Hunde da gar nicht so, in den Großstädten werden sie halt sehr zugeballert. Da muss man einfach so sagen. Genau, okay. Sonst noch Fragen? Also ist hier keine Frage. Wenn euch oder also wenn ihr das Video später anguckt, das machen ja auch einige, oder wenn euch später noch Fragen kommen, könnt ihr mich einfach über den Messenger erreichen oder dann im Urlaub zum Teil auch über WhatsApp. Also muss man mal gucken, bei dem Messenger wird es nicht immer so gut angezeigt. Könnt mich auch privat anschreiben, also nicht unbedingt über die Seite. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wenn ihr noch Fragen habt zu irgendwas zum Thema Silvester, bin ich gerne noch bereit, darauf einzugehen. Natürlich immer im Endeffekt. Fragt mich ruhig alles, was ihr wissen möchtet. Und ich helfe euch gern auch nochmal, wenn ihr Fragen habt. Ich stelle euch gleich eine ganze Liste rein von Dingen, die ihr kaufen könnt. Ihr müsst natürlich nicht alles kaufen. Ich freue mich, wenn ihr meine Amazon-Links verwendet. Für euch bedeutet das nicht mehr. Für mich be bedeutet das, dass ich eben eine kleine Provision bekomme. Ist jetzt nicht viel, aber ihr könnt ja mal reingucken. Es gibt bei Amazon im Endeffekt die ganzen Sachen. Genau, außer den Heldenmutsaft, den gibt es nicht bei Amazon. Den müsst ihr bei der Katharina kaufen.
Und den solltet ihr jetzt bald bestellen. Alles müsst ihr im Endeffekt bald bestellen, weil ihr müsst es ja auch noch ausprobieren. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, dann wie immer dürft ihr gerne teilen, liken, Herzchen vergeben, Freunde markieren, alles, was ihr mögt. Die Maria hat noch eine Frage, sehe ich gerade. Sanders Shirt ist meinem Hund unangenehm, hätte so ein Leinenwickel, also so ein T-Touch-Band oder man kann auch ganz normale Mullbinden, elastische Mullbinden nehmen, einen ähnlichen Effekt. Das muss man ausprobieren. Es hat einen ähnlichen Effekt wie das Sanders Shirt, ja. Man muss ausprobieren, ob es der Hund mag. Anleitung findet man eigentlich über Google ganz gut. Das ist nicht schwer, die zu binden. Und das muss man einfach mal ausprobieren, ne? Ja, genau. Die Andrea schreibt, ja, genau, Sylt ist knallfrei. Also ihr könntet auch noch gucken, ob in Sylt eine Unterkunft findet und dann da eben Silvester verbringen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich finde das eine super Möglichkeit, wenn man einen Hund hat, der eben Angst hat, um den 31.12. Okay, dann bin ich fertig für heute. Ich bin am 24.12. ausnahmsweise um 14 Uhr, weil ich dachte, naja, abends möchte man die Zeit mit der Familie verbringen. Nur ganz kurz, live, also nicht so lange wie heute. Nur ganz kurz ein paar Weihnachtsgrüße und dann wieder am 31.12. Da gibt es dann den Jahresrückblick. Da sprechen wir mal nicht so über Training, sondern über den kleinen Jahresrückblick. Wenn ihr Zeit habt oder kurz reinschaut, freue ich mich sehr. Und ich freue mich, dass ihr mir gelauscht habt, dass ihr wieder da seid. Und ich wünsche euch einen wunderschönen vierten Advent. Genießt die Zeit mit euren Lieben und euren Hunden. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und eben einen ruhigen, guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut. Tschüss.